Spieltag Nummer 1 der diesjährigen UEFA Champions League. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie am Mikrofon. Es wird hochklassig. Geht ja gar nicht anders bei diesem Wettbewerb, bei dieser Stimmung und bei diesen beiden Clubs. In der heutigen Partie spielt Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund. Heute der erste Spieltag, Buschi, und die UEFA Champions League ist natürlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Absolut, Wolf, daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil, das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnen will. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Und so tritt der BVB heute also an. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke das jetzt mal. Und jetzt legen wir hier los. UEFA Champions League, erster Spieltag. Mal sehen, wer besser aus den Startlöchern kommt. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Er ist da und kann den Ball hier klären. Nur ein Peace-Check. Manuel Akanji. Jadon Sancho. Jakob Brünn-Larsen. Reus, was macht er draus? Da geht er hin und kann... Alcácer! Und Thomas Lemar wird in dieser Begegnung wieder mal einiges erwarten. Also ich glaube, diese hohen, sehr hohen Erwartungen kann er auch erfüllen. Was hat der für Dribblings drauf? Was hat der für Pässe drauf? Gudin passt da gut auf. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Jetzt kann er die Flanke bringen. Und die Möglichkeit. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Und Atletico jetzt mit der Ecke. Gucke mit der Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und da ist der Ball wieder weg. Saul. Jetzt vielleicht. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Da geht Gudin dazwischen. Ja, Diego Costa mit dem Pass. Lemar! Kein guter Abschluss hier. Jadon Sancho. Und jetzt Reus. Paco jetzt.
Jetzt Reus! Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Marco Reus. Jakob Brünn-Larsen. Und jetzt ein Schuss. Und damit ist der Ball weg. Juan Fran am Ball. Nur gucke. Saúl. Atletico jetzt mit Platz. Saúl. Schießt er ihn rein. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Jetzt die Ecke. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Jimenez! Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. So, Ecke kommt. Godin auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn! Nun Griezmann. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Diego Costa! So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist das Tor von Diego Costa nochmal. Ein klasse Kopfball. Aus der Entfernung ist das für den Torhüter dann natürlich ganz, ganz schwer. Jetzt liegt der Vorteil bei Atletico. Delaney. Witzel. Und Reus. Steilpass kommt von Reus. Steil gespielt, gute Idee. Marco Reus. Da zieht er ab. Ganz knappes Ding. Unter die Latte und dann rein. Der Ball prallt von der Torlatte hinter die Linie. Keine Chance für den Torhüter. Da war so viel Wucht dahinter, da kann er nichts machen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jetzt Juan Fran. Saúl. Und jetzt gucke. Saúl. Der Ball zu Antoine Griezmann. Können Sie jetzt klären? Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Die Teams heute sind gleichwertig besetzt. Oder siehst du Borussia Dortmund Tick im Vorteil? Na, Wolf. Auf dem Papier kann ich keine Vorteile ausmachen. Da muss schon alles passen, wenn sie was mitnehmen wollen. Chance zur Führung. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt von Koke. Rodri. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Rodrigo. Er bekommt Hilfe. Und die Möglichkeit. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball.
um die Ecke. Wird das was? Lehmer. Fairer Einsatz hier. Und nun Luis. Und Koke. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Nun Koke. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Klasse Pass. Gute Aktion, da ist die Flanke. Und er macht ihn nicht rein. Das Spiel weiter ausgeglichen. Was für eine Gelegenheit, aber die Kugel geht knapp vorbei. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. In der ersten Halbzeit haben beide Teams ordentlich Gas gegeben. Ich bin gespannt, ob sie das durchhalten. Also von mir aus darf es genauso offensiv weitergehen. Götze. Marco Reus. Lehmann. Und nun Luis. Und Juan Fran. Saúl. Rodrigo. Lema. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Den spielt er gut. Schuss von Reus. Ganz stark abgeblockt. Jadon Sancho. Das könnte eine Gelegenheit werden. Mario Götze, er schießt. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Steilpass kommt von Reus. Fängt diesen Ball ab. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Sieger ist Götze. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Jadon Sancho. Philipp. Jetzt wird's gefährlich. Den Ball holt er sich. Philippe Luis jetzt. Lehmann. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Jetzt gibt's eine Umstellung. Diego Simeone möchte wechseln. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Super dazwischen gegangen. Und Diego Costa. Ja, Diego Costa mit dem Pass. Lehmann. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Und das gibt schon wieder Ecke. Koke mit der Ecke. Diego Costa. Tor für Atlético Madrid.